Ja, wir hatten den Plan, wir wollten ein paar Tage in Nordfrankreich verbringen, an den nordfranzösischen Stauseen oder Flachlandseen. Sind losgefahren, haben ja so spontan wie möglich geplant, um ein bisschen ins Wetter zu gucken. Und ja, man weiß einfach, dass diese Seen in Nordfrankreich, die sehr flachen Seen, sehr, sehr wetteranfällig sind, und wenn das Wetter nicht passt, dann geht an diesen Gewässern einfach gar nichts. Deswegen haben wir recht spontan geplant. Wir sind zu zweit. Mein Kumpel ist sehr gebunden und konnte nicht so spontan planen, aber wir haben trotzdem eine Woche vorher geguckt, wie wird das Wetter, konnten dann losfahren. Es waren ja 16 Grad gemeldet. 16 Grad bewölkt, Wind und Regen. Wir haben uns schon die wildesten Szenarien ausgemalt und haben gesagt, okay, das wird ein richtig guter Trip. Ja, die erste Nacht, das erste Ziel war ein richtig, richtig großer See. Um die 700 Hektar bei dem momentanen Wasserstand. Sind abends da angekommen, weil wir direkt nach seiner Arbeit losgefahren sind und waren um 8 am Wasser, es war dunkel, haben gesagt, okay, bei dieser Wasserfläche, der Wind hat richtig drauf geballert, fahren wir definitiv nicht nachts irgendwo da einfach über einen Tümpel und setzen uns irgendwo hin, ohne zu sehen, was Phase ist. Haben uns dann auch am Auto breit gemacht, haben die erste Nacht dort verbracht, haben schon mal nachts ein bisschen die Augen aufgehalten, haben geguckt, ob wir andere Kopflampen sehen oder so. Das war nicht der Fall. Und ja, am nächsten Morgen haben wir gesehen, dass wir komplett alleine an dem Gewässer sind. Und ja, wir haben schon gedacht, okay, geil, Mann, also mehr Glück kann man nicht haben. Sind dann auch los, haben uns einen guten Platz gesucht, mitten im Wind. Der Wind hat voll drauf geballert, Routen gefahren. Wir wussten, in dem Gewässer fängt man vielleicht ein, zwei Fische. Das könnten dann sehr gute Fische sein. Da werden wir jetzt keine Fangorgien erwarten, aber wir waren trotzdem guter Dinge. Wir haben uns ein richtig geiles Camp aufgebaut, mal ein bisschen auf Urlaub gemacht, haben es uns gut gehen lassen, gut gegessen, gut getrunken. Ja, aber nach 3 Nächten haben wir gemerkt, die Fische wollen überhaupt nicht. Also der Wind hat auch komplett nachgelassen, es ging gar nichts mehr. Also vom Wetter wurde es immer schlechter. Die gemeldeten 16 Grad wurden dann 25, 26 Grad.
gar kein Regen, kein Wind und da wussten wir schon, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir haben uns dann recht schnell dazu entschlossen, also nach 3 Nächten, dazu entschlossen, den See zu verlassen. Einfach, wir haben gar keinen Fisch springen hören und dann weiß man schon, okay, dass die Fische sind einfach nicht aktiv und gerade bei diesen großen Gewässern muss man im Wind sitzen, das weiß so ziemlich jeder. Ja, wir haben dann das Gewässer verlassen und haben uns dazu entschieden, an einen kleineren See zu fahren. Hier waren wir jetzt ein paar Nächte, das Wetter hat sich nicht geändert. Ich habe zwar jetzt eine Mütze auf, aber wir haben jetzt heute um die 25 Grad und das schlechte Wetter, was wir dringend gebrauchen könnten, für uns Angler gutes Wetter, aber ich sag mal um die 15 Grad mit gutem Wind und Nieselregen ist komplett ausgeblieben. Wir sitzen hier, es ist Ententeich. Als wir hier angekommen sind, haben wir in der ersten Nacht richtig Fische rollen hören. Da war auch noch gut Wind drauf. Dachten, okay, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Aber dem war auch nicht so. Also seitdem wir jetzt hier sitzen, ist das Wetter komplett eingebrochen. Wir sitzen hier, haben Sonnenbrand, 26 Grad. Ja, wir sind, wie gesagt, von richtig herbstlichem Wetter ausgegangen und das Wetter spielt uns überhaupt nicht in die Karten. Die Fische wollen gar nicht. Seit ein paar Tagen hören wir gar keine Fische mehr rollen. Wir sitzen hier in dem tieferen Teil des Sees, waren eigentlich guter Dinge, dass sie hier reinziehen, gerade wenn die Temperaturen runtergehen. Wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November. Ja, schlechter geht es einfach nicht. Also, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir sind beide ziemlich enttäuscht. Aber das ist nun mal Angeln, definitiv. Wir haben die Zeit genossen. Wir haben jetzt noch eine Nacht vor uns. Ja, wir sind aber beide der Meinung, dass jetzt nichts mehr gehen wird. Wir werden heute Nacht noch mal ein bisschen was verändern, die Routen noch mal ein bisschen anders legen, aber wir haben eigentlich schon alles ausprobiert. Jetzt hören wir gerade was piepen, aber das wird auf der anderen Seite. Sind so ein paar Pottangler, die reißen die Bissanzeige auf bis zum geht nicht mehr und wenn dann ein Rotauge dran ist, dann geht hier die Welt unter am Teich. Wir werden jetzt, wie gesagt, noch mal alles geben und Taktik ändern wir nicht. Ich denke, wir haben die beste Taktik, die man hier machen kann. Im ersten See haben wir ziemlich viel gefüttert, großflächig gefüttert, haben dann ja, nach 3 Tagen sehr schnell gemerkt, das war die falsche Taktik. Vielleicht wäre es die richtige Taktik gewesen, wenn die Bedingungen gepasst hätten. Man weiß es nicht. Hier an dem neuen Gewässer haben wir wirklich auf jede Route nur 2 Hände Futter, 1 Hand Futter, großflächig und ja, es hat auch funktioniert. Jawohl, Mann.
Hier ist er, der erste. Endlich. Der Seewechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der andere war einfach zu krass und wir sind hingefahren, um Fische zu fangen. So, und klar hätten wir in dem anderen auch einen guten fangen können, aber ja, was soll ich sagen? Guckt euch den Fisch an. Wir haben alles richtig gemacht, definitiv. Wir sind guter Dinge, dass noch was geht. Der Trip hat sich jetzt auf jeden Fall schon voll gelohnt. Geil, Mann! Ja, was das Futter angeht, habe ich ein bisschen rumexperimentiert, habe einzelne auffällige Köder gefüttert, aber auch gemischte Größen von meinen favorisierten Boilies. Das sind die SLK und Secret 7 von DNA Baits. Die sind richtig gut. Ich hatte die Angst, dass ich darauf ziemlich viele Welse fangen werde, aber wie sich gezeigt haben, wollten die ja auch nicht. Den Fisch, den ich jetzt hatte, hatte ich auf einen Sinken, auf einem Bodenköder, der schön hart ist. Dann habe ich keine Probleme mit irgendwelchen Krebsen oder sowas oder muss mir da keine Gedanken drum machen. Und obendrauf kam halt als Schneemann angeboten einen PB-Pop-Up. Einen Schneemann fische ich immer sehr gerne, egal ob im Fluss oder im See. Das funktioniert eigentlich überall. Also gerade ein schöner, fischiger Boilie mit einem auffälligen gelben Pop-Up obendrauf, das geht eigentlich immer und überall. Und deswegen war das auch hier meine Wahl. Hat auch den Fisch gebracht, trotz schlechter Bedingungen. Und war, denke ich mal, nicht die falscheste Wahl. Ich habe trotzdem mal ein bisschen variiert und habe auch mal ein paar Köder angeboten, die ein bisschen unauffälliger sind, aber trotzdem die Größe haben, dass nicht unbedingt sofort jede Brasse oder Schleie den Hakenköder aufnehmen kann. Zusätzlich habe ich noch ein paar Partikel mir zu Hause abgekocht und ein bisschen mit Liquid verfeinert. Hanf und Tigernüsse gehen immer. Und ich meine, da brauche ich nicht mehr viel zu erklären. Die kann man immer gut dazu füttern. Und ich zeige euch noch mal schnell, was ich so an Technik und an kleinen Gadgets am Boot habe, was ich euch für solche Gewässer auch empfehlen würde. Ist natürlich einmal ein gutes Echolot. Ich habe absolut das Side-Imaging für mich entdeckt. Damit könnt ihr auch mal in flacheren Gewässern, ich sag mal so ab 3 Meter oder bis 4-5 Meter funktioniert das, glaube ich, ganz gut, dass ihr auch aktive Fische sucht oder aktiv Fische sucht und vielleicht Fische findet, die einfach ein bisschen rumziehen, und dann könnt ihr euch die anzeigen lassen auf dem Echolot. Außerdem natürlich einen dicken Akkukoffer für E-Motor und um das Echolot zu betreiben. Da gibt es ja viele Hersteller. Ich habe jetzt den von Carpotronics, bin damit super zufrieden, und ohne diese Teile will ich auch nicht mehr los. Außerdem habe ich immer noch einen kleinen Eimer. Dort habe ich kleine Taschen drin, in dem Fall hier mein GPS-System, das stelle ich euch gleich einmal vor. Dann noch eine kleine Tasche, wo ich Ersatzrigs, Bleie, Absenkbleie, hier die Backleads drin habe. Die sollten da normalerweise rein, aber Ordnung ist nicht so meins. Dann noch ein Handschuh, falls man Waller beißt. Zange ist hier drin. Ein paar Hakenköder mit Boilienadel und was man da alles dazu braucht. Und das war's auch schon. Dann noch ein bisschen Futter ins Boot und dann sollte der Spaß beginnen. So, wie versprochen, zeige ich euch nochmal das GPS-System. Wie gesagt, zur Lagerung oder zum Aufbewahren des Systems eignen sich solche kleinen EVA-Taschen hier von Avid richtig cool. Dann könnt ihr die auch reinpacken, wenn irgendwie schlechtes Wetter ist und ihr auf dem See seid. Könnt das Handy oben drauf packen, worüber das GPS-System läuft. Könnt die zumachen und habt trotzdem noch einen guten Einblick
auf das System und seht, wo ihr seid. Das System besteht aus zwei so Kästen. Das Feuerzeug gehört da nicht rein, aber habe ich auch immer gerne im Boot. Das System besteht aus zwei Einheiten und dem Endgerät, also ein Tablet oder ein Handy oder sowas. Das könnt ihr frei entscheiden, so wie ihr das wollt. Mir reicht ein Handy. Und das Gute an diesem System ist, so wie ich es jetzt hier aufbewahre, könnt ihr das natürlich im Boot ganz normal benutzen. Aber ihr könnt das auch quasi ein Endgerät habt ihr am Ufer und das andere kann auf einem Futterboot angebracht werden. Und dann habt ihr ein GPS-System auf einem Futterboot, was ihr aber auch auf einem normalen Boot benutzen könnt. Das finde ich halt sehr, sehr geil bei diesem System. Und gerade bei diesen großen Flachlandseen will ich so ein System einfach nicht mehr missen. Das ist absolut wertvoll. Ja, ich hoffe, man kann das jetzt hier ein bisschen erkennen. Ich kann noch mal eine Detailaufnahme machen, wenn es ein bisschen dunkler ist und ein bisschen weniger Restlicht ist. Hier könnt ihr eure Punkte einspeichern, die eventuell interessant sein könnten. Und ja, habt die dann auch nachts immer abgespeichert. Ich speichere mir dann gerne immer einen Punkt als ja, da wo mein Camp ist ab. So habe ich in der Nacht keine Probleme und finde immer mein Camp wieder, wenn natürlich nachts das Angeln erlaubt ist. Ich bin damit super zufrieden, hat mich noch nicht im Stich gelassen. Die Akkus halten super lange und besser geht's nicht. Man kann auf die Haarbojen oder Marker verzichten, was ich immer ganz gut finde. Umso weniger Schnüre im Wasser ist, umso besser ist es, finde ich. Und ja, bin damit super zufrieden. Jeder von uns hat einen sehr, sehr schönen Fisch gefangen. Wir dachten, dann geht's richtig los, aber wie gesagt, es ist dann eingebrochen. Im Grunde können wir uns für die Bedingungen können wir uns nicht beschweren. Jeder hat einen guten Fisch gefangen. Wir fahren also nicht blenkend nach Hause und das ist ja schon mal das Wichtigste. Für uns war es das hier. Wir hatten jetzt 8 Nächte in Nordfrankreich, hatten richtig schlechte Bedingungen, habe ich ja glaube ich schon 20 Mal gesagt. Ja, man kann sich heutzutage irgendwie nicht mehr so auf den Wetterbericht verlassen. Das Wetter schlägt so schnell um, die haben halt 16 Grad gemeldet, nachts irgendwie 5. Das wäre genau unser Wetter gewesen mit viel Wind. Und was haben wir gekriegt? 26 Grad tagsüber und nachts irgendwie 15 oder so. Also ich konnte mich noch nicht mal in den Schlafsack packen. Also Katastrophe. Ja, für uns war es das jetzt hier. Wie soll es anders sein? Genau heute schlägt das Wetter um. Wir hatten heute Nacht die ganze Zeit Regen und ja, konnten auch noch einen Fisch fangen. Ein Kollege hat den Fisch gefangen. Schöner 17 Kilo Spiegler. Ja, die Fische könnten jetzt anfangen zu beißen. Wir müssen nach Hause, so ist es leider. Ja, ich wollte eigentlich nach Hause. Ich habe gestern die Nachricht gekriegt, dass meine Freundin sich mit Corona infiziert hat. Sprich, ich muss noch verlängern. Wir sind nur mit einem Auto hingekommen, ich wäre noch hier geblieben, hätte noch den Wetterwechsel abgewartet. Aber mein Kumpel muss arbeiten, also bringe ich ihn nach Hause und für mich geht es dann irgendwo weiter. Mal gucken, ob ich mich an den Fluss setze oder an Vereinssee. Vielleicht zeige ich euch das auch noch, wenn es reinpasst oder wenn es was zu zeigen gibt.
Weil ich denke, Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge haben wir jetzt genug gesehen ohne Fisch. Und ja, so ist Angeln halt. Das sind auch schöne Momente, die man hier erlebt, aber wir hätten es uns ein bisschen besser vorgestellt, fischtechnisch ein bisschen besser vorgestellt. Und naja, nächstes Mal. Wir haben daraus gelernt und für uns geht es jetzt nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.